Schiersteinerinnen und Schiersteiner, ich sitze hier bei herrlichem Sommerwetter, kurz vor Weihnachten, an unserer Kälte am Hafen und möchte mal so ganz kurz das Jahr Revue passieren lassen. Das war ein komisches Jahr, wenn ich mal so sagen kann. Wir haben eine Flüchtlingsbewegung, fast die halbe Welt ist auf dem Weg zu uns. Gleichzeitig haben wir Anschläge gehabt, vor allen Dingen in Frankreich. Auch wir hier haben ein bisschen Bedenken, was Deutschland betrifft. Schierstein hat keinen Anschlag gehabt. Ich hoffe, wir werden auch nicht in die Gefahr kommen. Aber so ganz einfach war es bei uns auch nicht. Wir haben ja gute Erfolge erzielt, was jetzt insbesondere den Haushalt betrifft. Der ist jetzt letzten Donnerstag verabschiedet worden. Ein Teil ist ganz gut. Wir haben die Schulsozialarbeit erhalten. Wir haben auch unsere Ortsverwaltung retten können. Das ist gut. Was mir überhaupt nicht gefällt, das ist, dass die Hundesteuer so erhöht wurde. Was mir auch nicht gefällt, das ist die neue Straßenreinigungssatzung. Da müssen wir im nächsten Jahr noch mal gucken, wie es weitergeht. Der Ortsbeirat hat ja auch entsprechend Beschlüsse gefasst. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen für das neue Jahr alles Gute, viel Erfolg, uns natürlich auch im Ortsbeirat und vorher noch für Weihnachten ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.